Hey, hier ist euer Avoram und welcome back auf meinem Kanal hier auf Avo Zockt. Und diesen Monat stehen wieder ein paar sehr interessante Spiele für euch auf dem Programm und eine kleine Besonderheit. Und zwar möchte ich hier jetzt schon einmal, das werde ich nachher auch noch einmal machen, kurz ankündigen, dass ich, wenn ich 200 Abonnenten zusammenkriege, für euch einen kleinen Teaser vorbereitet habe mit Fast and the Furious. Ich habe da was mit ein paar Kumpels von mir zusammengedreht. Ich hoffe, das gefällt euch. Also 200 Abonnenten. Ah! Und alle anderen, vielen Dank, dass ihr noch aktiv bei mir seid. Und ich habe diesmal was Besonderes hier auch noch vorbereitet. Nämlich, ich habe die Kameraeinstellung gefunden. Ich hoffe, ihr könnt jetzt hier diesen Text lesen und auch diesen jetzt hier in der richtigen Reihenfolge. Und von daher sage ich mal wieder, ja, viel Spaß bei meinem Monatsüberblick Juni 2023. Ja, und wir starten gleich durch mit den Kommentaren und ich mache etwas Neues für euch, beziehungsweise das hat sich einfach mal so ergeben. Und zwar habe ich wieder viele Kommentare von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Es gab aber dieses Mal keine konkreten Fragen. Ich hoffe einfach mal, im nächsten Monat kommen welche dazu. Und deswegen mache ich hier etwas Neues. Ich blende jetzt hier für euch mal ein eure Kommentare. Roku, was sagst du zu den Kommentaren? Ja, und vielen Dank und bitte macht weiter so. Zudem möchte ich diesen Anfang dafür nutzen, um euch ein bisschen zu ermuntern, Abos dazulassen. Und zwar, ich habe etwas vorbereitet, mal gucken, wie schnell wir da hinkommen. Und ich sage einfach mal, sobald mein Kanal 200 Abos hat, aktuell habe ich 141, habe ich für euch einen kleinen Teaser, den ich mit Freunden von mir gedreht habe, zu Fast and the Furious, ein kleiner Action-Teaser. Ich hoffe, der macht euch Spaß, der ist mit Sicherheit lustig, der ist schon in der Post-Production, also ich bin noch ein bisschen bei den Visual Effects dabei, so ein klein bisschen, was ich so machen kann. Und ja, 200 Abonnenten und der Teaser ist hier in meinem monatlichen und kommt natürlich parallel wie die letzten auch hier auf meinem Kanal. Wir starten jetzt durch mit den wöchentlichen Let's Plays. Da sind wieder drei am Start, wobei einer mittlerweile kurz davor ist, hier diese wöchentlichen Let's Plays zu verlassen, nämlich Hogwarts Legacy. Aber einmal kurz dazu, was sind überhaupt bei mir wöchentliche Let's Plays? Wöchentliche Let's Plays sind Spiele, die ich tatsächlich einmal die Woche spiele, für euch dann schneide und hier auf diesem Kanal zur Verfügung stelle. Und aktuell gehört natürlich dazu, wie immer, Genshin Impact, da hier eine kleine Szene draus. Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown, or for power that you covet? Oh, dear creature, why do you bow down? For I am no... You are like a flower, born in sin, yet pure, spotless. I know your fate well. You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. Go forth, become a transcendent one, rise beyond the fate bestowed upon you. And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. Nicht zu vergessen natürlich Red Dead Redemption 2, immer noch am Start, ich bin im Epilog. Ich habe es tatsächlich geschafft, sogar den zweiten Teil vom Epilog zu schaffen. Das heißt, ich bewege mich so langsam Richtung Zielgerade und ich bereite parallel dazu aktuell zwei Podcasts vor und die möchte ich euch auch dann demnächst einmal vorstellen, zu präsentieren. Ja, dann wird es auch auf meinem Kanal noch Podcasts geben
Und zwar der erste wird einfach mal sein zu dem aktuellen Titel. Ich hoffe, ihr habt ein neues Banner gesehen, Work and Play. Und werde euch dann in meinen Podcasts erklären, wie das Zusammenspiel funktioniert. Und in meinem zweiten Podcast werde ich euch erklären, wie ich es geschafft habe, Red Dead Redemption 2 zu spielen. Und vor allen Dingen, wie man auch mehr mit diesem Spiel erleben kann, als es einfach nur stumpf durchzuzocken und seine 120 bis 200 Stunden reinzustecken. Also freut euch schon mal darauf. Hier nochmal ein spannender Moment aus Red Dead Redemption. Mrs. Milton! Jim Milton, how fine you seem. This kind man just collected us. Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. This place is kinda... It's fine. But I hear you began your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. Und wie schon erwähnt, einer wird uns demnächst verlassen, nämlich Hogwarts Legacy. Das war ein Zusatzprojekt, das mich viel Zeit gekostet hat. Also ich muss ja natürlich immer die ganzen anderen Videos auch noch schneiden, damit auf meinem Kanal was kommt. Also nicht was, sondern etwas dazu kommt. Und da kommen jetzt auch noch Shorts dazu, die ich für euch produziere. Das sind so Zusammenschnitte von besonderen Sachen. Und lange Rede, kurzer Sinn, Hogwarts Legacy geht jetzt dem Ende zu. Die letzten Folgen, die letzten Specials kommen. Und dann müssen wir einfach warten, was es da Neues dazu gibt. Es soll noch ein DLC kommen. Und sobald er erscheint, werdet ihr natürlich den wieder zeitnah hier auf meinem Kanal sehen können. Hier nochmal einer der Rätsel aus Hogwarts Legacy. Ach, Mr. Morgan, hab ich. Diesen Monat sind wieder drei Walkthroughs für euch parat. Was sind Walkthroughs auf meinem Kanal? Walkthroughs sind Videos, die ich schon aufgezeichnet habe, aber noch nicht geschnitten. Teilweise müssten die mit dem Ton noch ein bisschen nachgearbeitet werden und diese bringe ich immer für euch wöchentlich hier nochmal aufgearbeitet auf dem Kanal und seit langem dabei. Assassin's Creed, Ragnarök, die Zeichen Ragnaröks und da nähere ich mich jetzt tatsächlich dem Ende. Das soll heißen, wir haben dann auch diesen DLC komplett abgeschlossen und dann ist Assassin's Creed bei mir immer noch nicht vorbei, weil dann gehe ich wieder in das Hauptspiel rein und werde da nochmal ein paar richtig coole Momente und Rüstungen für euch noch erfahren, beziehungsweise das habe ich schon gemacht, schneiden und hier für euch noch auf dem Kanal zur Verfügung stellen. Und ich gehe davon aus, dass ich sogar vor Assassin's Creed Mirage komplett mit allem fertig bin. Definitiv. Und je nachdem, was dann kommt, muss ich entscheiden, ob ich Mirage, so ähnlich wie in Hogwarts, für euch vorspiele oder ob ich Starfield mit reinnehme. Also ich kann zeitlich maximal immer ein zusätzliches Spiel mit in meinen Wochenpensum mit reinnehmen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall dürft ihr jetzt hier nochmal einen Ausschnitt aus einer Folge, die im nächsten Monat erscheint, hier nochmal kurz sehen. Fertigen. Wenn er gewinne, behielte er die Gaben. Wenn nicht, verlöre er seinen Kopf. Doch Loki hatte nie vor, sich an die Regeln zu halten. Er verwandelte sich in eine Bremse, um Brock zu beißen und ihn so von seiner Arbeit abzulenken. Doch Brock verzog keine Miene und ihr Werk war ein Wunder. Ein Eber aus lebendigem Metall, im Dunkeln leuchtend, schneller als jedes Pferd. Gullenbursti. Shadow of the Tomb Raider nähert sich so langsam dem Ende und wird abgelöst von Devil May Cry 5.
Und da, ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Dante ist on Tour. Harte Sprüche, harte Action, der Controller blutet, das, was zu diesem Spiel dazugehört. Ich habe für euch einfach mal die Story durchgespielt. Es ist halt ein Spiel, das man mehrfach durchspielen soll. Ich bin aber eher so ein Freund von einmal durchzocken bei diesen Spielen. Und ja, ich muss mal wirklich überlegen, ob ich da vielleicht noch mal anders rangehe. Zum Beispiel, dass ich mir überlege, auch wie ich so ein Spiel für mich spannender machen kann. Weil das ist das Thema jetzt in meinem nächsten Podcast. Von daher, aber ist es erstmal so, Devil May Cry einfach durchgezockt. Mehr Motivation hatte ich dazu nicht. Schaut euch mal hier einen spannenden, lustigen Moment an. Well, he's not exactly going up for Father of the Year Award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thankful for that. They have to do that in here. It already smells like ass. That's you! Ja, und dann gehen wir schon rüber zum nächsten Teil. Hi, und ja, wir sind jetzt hier bei den Game News angekommen. Diese Woche gibt es wieder diesen Monat gibt es verdammt viele Game News. Das liegt einfach daran, dass die Spiele sehr viele Rätsel hatten. Somit ist einer dieser Highlights diesen Monat definitiv Hogwarts Legacy und Red Dead Redemption sehe ich. Zwei. Aber auf jeden Fall Hogwarts Legacy, weil da auf jeden Fall drei Rätsel zu lösen waren, nämlich das einzigartige Einhorn, der Schlüssel der Zulassung, also eins von den drei großen Rätseln. Die anderen beiden habe ich auch beide auch noch gelöst, aber die kommen dann sehr wahrscheinlich nächsten Monat. Da ist auch eine kleine Lücke reingekommen bei Hogwarts Legacy beim Durchzocken, weil wir waren durchzocken nicht. Ich bin mit dem Spiel durch, aber ich komme mit dem Schneiden momentan nicht hinterher. Dann habe ich euch noch mal ein Kurzvideo gerade vor ein paar Tagen gepostet zum Thema Arachnophobie. Das gab es schon als Short hier noch mal als Video ergänzend auf meinem Kanal, weil ich dachte, so, das ist noch mal eine wichtige Sache, dauert nur eine Minute. Und natürlich habe ich zwei Shorts produziert, die zum Thema Red Dead Redemption, nämlich einmal, wie man eine Hauptmission wiederholt. Auch sehr spannend, habe ich nicht gewusst, habe ich was gelernt. Und wie man die Zeit vergehen lässt, ohne in einem Hotel zu sein. Da gibt es noch eine Möglichkeit. Auch dafür habe ich einen Short produziert. Und all diese Sachen, ja, hier unter AWO Game News. Und ja, hier ein paar Zusammenfassungen. Hi, meine lieben Freunde. Ich spiele gerade Hogwarts Legacy und hier gibt es mit dem letzten Patch eine sehr spannende Einstellung. Wollt ihr eure Spinnen etwas freundlicher aussehen lassen? Ich zeige euch das Ganze einmal, nämlich so. Dann hier guck mal, so kleine süße Spinnen Körper für all die Leute, die so ein bisschen Angst haben vor gruseligen Spinnen. Kein Problem. Da gibt es eine nette Einstellung, ne, wie ihr seht hier, ne, mit Rollschuhen, da gibt es auch noch andere Figuren. Könnt ihr das Ganze jetzt im Menü so konfigurieren, dass das für euch so angenehm ist. Und zwar, wenn ihr jetzt hier in den Bereich Einstellungen reingeht, gibt es hier unten den Punkt Barrierefreiheit. Und wenn ihr jetzt hier ein bisschen runter scrollt, dann gibt es den Punkt Arachnophobie-Modus. Den kann man an- oder ausschalten. Hi, ich bin in Red Dead Redemption 2 und ich zeige euch jetzt hier einmal, wie man die Zeit verstreichen lassen kann. Ja, ich weiß, das Ganze funktioniert auch in Hotels, aber ich möchte euch einmal kurz zeigen, wie das Ganze auch mobil funktioniert. Und dafür geht ihr mit der Tab-Taste, wie ihr das gerade hier gesehen habt, der Tab-Taste, hier rein, drückt dann während der gedrückten Tab-Taste auch nochmal auf R und dann habt ihr hier im unteren Bereich die Möglichkeit mit E oder Q euch das Lagerfeuer auszusuchen. Und wenn ihr jetzt dann die Maus hier drüber fahrt, so wie ich, und die Tab-Taste loslasst, dann wird schon das Lagerfeuer entfacht. Sobald das Lagerfeuer brennt, könnt ihr euch dann entscheiden, hier mit E schlafen. Einfach zu sagen, ihr möchtet dann gerne bis zum Abend, in der Nacht oder bis zum Morgen schlafen. Und der Vorteil dabei ist, dass ihr dann auch ausgeruht seid. Ja, und schon sind wir wieder am Ende angelangt bei den lustigen Momenten, tollen Rätseln, besondere Sachen. Rätsel habe ich schon ein bisschen in AWO Game News zusammengefasst. Was jetzt hier reinkommt, sind jetzt
Sachen, Shorts zum Teil, die ich zusammengeschnitten habe, wo einfach was Besonderes passiert ist. Natürlich zeige ich sie euch hier auch in diesem Video. Dazu gehört zum Beispiel, kann man in Red Dead Redemption rückwärts reiten? Ja, aber nicht so, wie ich das gemacht habe. Schaut euch das Ganze an. Ich habe mir letztens einen Bericht gelesen, wo es einige Leute gibt, die gar nicht wussten, dass man mit einem Pferd rückwärts reiten kann. Also das war das Erste, was ich getestet habe, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Ich habe gerade mein Pferd gekillt. Der ist für mich. In Assassin's Creed Valhalla habe ich einen Moonwalk hingelegt. Ja, irgendein Glitch hing fest, kam nicht weg und machte hier den. Irgendwo in der Luft. Schau dich das Ganze an. Okay, damit haben wir das eine abgehakt. Gieriger diebischer Gilton. Unsere Lande zu überfallen reicht nicht. Jetzt willst du uns alles nehmen, was wir haben. Rennen wir dir lieber das Eis aus dem Blut. Also, das wäre das Allerrätsel. Echt? Es ist jetzt... Kommt schon. Und in Hogwarts Legacy habe ich noch was Cooles gefunden. Da pennt einer einfach eingeklemmt unter einem Stuhl. Ich glaube, er sollte eigentlich im Bett liegen. Schau dich das Ganze hier noch einmal an. Hier noch mal ein kurzes Video. Also, das ist hier mal Schlafen mal anders in Hogwarts Legacy. Ich glaube, der klemmt so ein bisschen unter dem Stuhl hier. Na dann. Ja, und damit haben wir das auch schon geschafft. Diese Sendung ist wieder vorbei. Wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Ich kann nur sagen, ich freue mich über euch alle, über alle meine Abonnenten. 141, mein neues Ziel sind 200. Ich hoffe, wir kommen da schnell hin. Vor allen Dingen, weil ich eine Belohnung für euch habe, denn nämlich ich habe ein Fast and the Furious, so ein Mini-Teaser, das Ding geht 30 Sekunden gedreht, mit jede Menge Aufwand, ein paar kleinen Special Effects. Und bin gespannt, wie euch das fällt. Gibt es als Belohnung für den 200. Abonnenten. Und ansonsten ja, weiterhin vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Have fun, euer Abraham. Ciao, ciao.